Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und heute muss ich ja noch ein Versprechen einlösen, bevor es zu spät ist. Wir hatten ja vor ca. 2 Wochen über unseren großen Rosengarten gesprochen, der jetzt quasi so richtig geblüht ist. Eigentlich ist er schon fast verblüht, aber ich muss es euch noch zeigen, dass ihr es auch seht. Wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Rosen. Und Maxim hat ja schon im letzten Video gefragt, habt ihr eine Idee, was man mit den Rosen jetzt kurz vor der Blüte machen kann? Habt ihr eine Idee? Kann man daraus vielleicht einfach Rosenöl machen? Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr für Ideen habt, was ihr mit euren Rosen macht. Und wir gehen jetzt mal raus. Und das ist sehr, sehr spannend, glaube ich. Kommt mal mit. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Na, du Maus. Du willst auch raus in den Rosengarten, ne? Ja, die Zuschauer wollen wissen, ob du ein Freigängerkater bist, aber Tatsache bist du das nicht. Du bist ein Drinni-Kater, ne? Ist auch viel, viel sicherer als draußen bei den bösen Autofahrern und Füchsen und Hunden, Wildschwein, Bären, Wölfen, Elefanten, alles, was da so rumkreucht und fleucht. Bevor wir rausgehen, ist mir noch was eingefallen. Die Glückskatze ist ja aktuell so das Produkt, was die meisten hier interessiert. Ich habe jetzt noch mal einige Glückskatzen zur Vorbestellung freigegeben. Ihr könnt jetzt mal hier unten auf den Link klicken. Da seht ihr die Glückskatze auch noch mal. Kann man jetzt noch mal vorbestellen. Versand ist Ende Juni, vielleicht auch in den Juli die ersten 2, 3 Tage rein. Das weiß ich immer nicht so genau. Man hat jetzt aber noch mal die Möglichkeit zuzuschlagen, wenn man eine haben will. Dann schaut sehr gerne im Pelletier Verlag vorbei. Und wir sind im Sommerloch, ein schlechtes Geschäft für Bücher. Vielleicht ist ja noch das eine oder andere Buch für euch dabei. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Schaut, wie gesagt, sehr gerne vorbei. Und jetzt gehen wir in den Rosengarten. Ja, das ist lustig. Ja, weiß, ich will jetzt rausgehen und setze dich vor die Tür, weil er mich halt immer begleiten will. Ne? Guck mal, hier hat mich Luki gestern gekratzt. Ist aber nicht weiter schlimm. So, lässt du mich durch? Danke. So, ich bin jetzt im Garten und eins sage ich euch, die Sonne ist mega am Knallen. Wir haben fast 30 Grad. Unser Olivenbaum wächst auch schön. Und hier seht ihr die Wiese, das kennt ihr alle schon. Und wir gehen jetzt mal runter in den Rosengarten. Da hat sich halt wirklich ein bisschen was getan. Das sieht schon alles sehr, sehr verrückt aus. Hier seht ihr das schon. Das ist so hier diese kleine Wildwiese, die wir hier haben. Und hier haben wir so viele Rosen für die Bienen, für die Hummeln. Perfekt zum, ja, zum Bestäuben der Blüte. Ich finde, das sieht schon wirklich hervorragend aus. Das ist so viel. Ich selber kenne mich nicht so sehr mit Rosen aus. Das ist ja so mehr Maxims Gebiet. Aber wenn man sich das mal anschaut, es ist wirklich extrem viel geblüht hier. Hier haben wir auch nochmal einen riesen Rosenbusch. Also es ist wirklich wunderschön. Es wäre so schade, wenn die einfach verblühen. Vielleicht kann man damit ja irgendwas machen. Vielleicht habt ihr ja irgendeine Idee, was man daraus machen kann. Schreibt das sehr gerne mal in die Kommentare. Und jetzt werden wir gleich mal zu Maxims geheimer Beet, zu Maxims Beet gehen. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Schaut mal hier, hier können wir auch noch mal ein paar Rosen einfangen. Das sieht wirklich extrem schön aus. Die blühen richtig dick. Und schaut mal hier, Maxims Beet ist richtig aufgegangen. Das ist eigentlich nur ein großes Blatt geworden. Maxim ist jetzt auch da. Aber hallo. Ich glaube, du stehst nicht so gut. Ich stehe ein bisschen doof. Genau, wir stellen uns mal so hin. Ja, hallo Freunde. Ich wollte euch die Zucchini zeigen. Ich weiß, die stehen sehr, sehr dicht zusammen. Ja. Aber es tut mir im Herzen weh, die jetzt wieder auseinanderzunehmen. Aber ich wollte euch mal zeigen. Man sieht die ersten Zucchini schon. Oh, zeig mal. Ja, also erstmal haben wir hier die Zucchini-Blüten. Ja. Die kann man natürlich auch essen. Aber da sieht man schon die ersten Zucchinis. Oh, krass. Da. Viel sieht man nicht, ja. Aber ja, aber da sind die grünen und wir haben sogar gelbe Zucchinis. Echt? Ja, da. Stimmt, schaut mal hier, da seht ihr so ein bisschen. Und was auch ganz interessant ist, schaut euch mal Maxims Tomatenbusch an. Ja. Der ist auch richtig groß geworden. Da hinten, was blüht da ganz hinten links? Ganz hinten links, dort finden wir Pak Choi. Auch der ist in den letzten Tagen sehr, sehr groß geworden. Hier seht ihr Kartoffelpflanzen. Und hier haben wir noch verschiedene andere Tomatensorten. Huch, nicht ausrutschen. Wir hatten ja die Yellow Submarine, die Black Cherry. Da hinten ist Chili und dazwischen wächst ein bisschen Rosmarin. Und auch da der Knoblauch und die Karotten sind richtig gut aufgegangen. Das ist schon wirklich richtig verrückt, wenn man sich das mal so anschaut, was hier so alles wächst. Und jetzt habe ich mal noch einen kleinen Geheimtipp für euch. Vielleicht sehen wir sie ja, die Fische. Sie verstecken sich eigentlich immer, wenn man kommt. Aber uns glaubt ja nie jemand, dass wir Fische haben. Deswegen gehen wir jetzt da mal hin. Und vielleicht haben wir Glück, kommt mal mit über den neuen Weg. Ihr seht ja schon, wie schön das
der Rasen ist. Oh ja, ein bisschen kann man was sehen. Schaut mal dort. Da sind die Fische. Müssen wir ein bisschen leiser sein. Da sind die zwei großen, die sind quasi immer da. Und die haben aber auch ganz viele kleine Fische. Da unten ist so ein kleiner weißer Fisch. Viele Libellen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Viele Libellen schwirren hier rum. Eine kleine Teichwespe. Und da sind die großen Fische. Ich freue mich mega, dass es denen so gut geht. Oh, da ist noch ein Fisch. Ja, also alle Fische sind da. Da hinten kommt auch noch ein Fisch raus. Das war echt ein Riesendrama, weil wir ja dachten, dass alle Fische weg sind. Aber die haben sich alle versteckt. Wir vermuten hier unter der kleinen Wildbrücke. So, Freunde, jetzt zeige ich euch mal etwas Schlechtes. Wir können ja nicht mal nur gute Sachen zeigen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, letztes Jahr haben wir diese Ecke hier gemacht mit den ganzen Steinen, dem Solarbrunnen. Der Solarbrunnen funktioniert auch, aber ihr seht ja, der Flamingo hier, das ist dieses Riesending. Das treibt ein bisschen aus und das hat jetzt hier ausgetrieben. So sieht das jetzt aus. Es ist nicht so optimal. Hier müssen wir definitiv nochmal rüber. Ich denke mal, wir kommen nicht drum rum, die Steine einmal abzutragen, einmal zu säubern, die Steine wieder rauf. Ja, Maxim hat schon große Augen. Das ist nicht möglich. Das ist möglich. Anders kriegen wir das hier nicht sauber wahrscheinlich, dass es einmal schön aussieht. Und das ist halt der Nachteil, wenn man so eine Steinfläche hat. Das ist ja die einzige künstliche Steinfläche, die wir haben, wenn da drüber halt gleich so ein Megabusch ist. Und der Ziel ist ja, ihr seht das hier, der soll ja hier lang wachsen und dann die Terrasse weiter umschließen, damit sie halt weiter blickdicht wird. Das ist ein Riesending, aber ich sag immer, so ein Flamingo-Setzling kostet extrem viel Geld. Das sind so ca. 12 Euro. Und wenn wir irgendwann mal Schwierigkeiten haben, können wir das Ding verkaufen. Haben wir eine Million. So, und ich dachte, ich zeige euch meine Seitenansicht nochmal vom Garten, dass ihr euch das nochmal so ein bisschen vorstellen könnt, wie es jetzt aussieht. Es hat sich ja ein bisschen was getan. Hier unten haben wir Rindenmulch gelegt, sehr viel Rasen, Lichtelemente haben wir verbaut. Die Steinmauer an den Beeten kommt jetzt besser zur Geltung. Hier hinten geht ja der Garten noch weiter mit dem Rosengarten. Es ist wirklich richtig groß geworden. Selbst die Hecke dort oben schließt sich langsam. Das können wir uns auch gleich mal angucken, weil da waren ja quasi die Bäume und deswegen war ja die Hecke kaputt. Und weil wir die Bäume weggenommen haben, schließt sich auch langsam die Hecke. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Und jetzt habt ihr quasi hier nochmal eine Ansicht ins Haus. Hier geht's runter ins untere Bereich. Hier ist der Pelletier Verlag. So habt ihr auch mal eine Vorstellung, wie das hier alles blüht und wächst. Und das ist die zweite Terrasse. Da müssen wir auch noch was machen. Aber das wird, denke ich mal, nochmal ein anderes Thema werden. Ich freue mich tatsächlich immer über diesen Weg, weil hier ist der richtig, richtig schön und gibt nochmal so einen Kontrast zur Hecke. Und ihr könnt auch ganz gut erkennen, dass hier natürlich durch den Schatten vieles abgestorben ist. Aber man erkennt, dass er langsam wieder frische Triebe bringt. Einige sind natürlich tot. Das wird noch ein paar Jahre dauern, bis die richtig, richtig dicht ist. Aber sie lebt noch. Das ist das Ziel gewesen, dass die Hecke nicht eingeht. Ja, und ansonsten, hier seht ihr ja, wie schön die Hecke eigentlich aussehen sollte. Wir haben ja echt eine sehr lange Hecke. Schaut mal, hier seht ihr das so ein bisschen, wie voll sie eigentlich wird. Und jetzt zeige ich euch mal auch diesen Bereich, denn der hat auch ein bisschen schon geblüht, nämlich hier. Hier sind auch weitere Pflanzen. Schaut mal, hier ist ein bisschen was gewachsen. Weißt du, was das hier ist spontan? Nee, ne? Was das ist, weiß ich nicht. Hier haben wir eine Hortensie. Oh. Die sind dieses Jahr aber recht langsam bei uns, weil es natürlich super, super trocken ist hier und die brauchen sehr viel Wasser. Daneben haben wir einen schönen Bambus und auch daneben noch mal eine weiße Hortensie. Die blüht toll. Ja, und dann natürlich auch der Hibiskus. Ist das der Hibiskus? Ist das der Hibiskus? Ja, am Beet. Zeige ich euch mal, kommt mal mit. Das ist dieser schöne Baum. Den haben wir natürlich nicht weggenommen. Der blüht nämlich auch schön, noch nicht, aber das wird auf uns zukommen. Und dann wird das hier wirklich, wirklich schön aussehen. Ja, das ist das nächste Projekt, das muss hier gemacht werden. Das ist quasi die Verlängerung der Terrasse. Die muss komplett neu erschlossen werden. Das ist aber eine Kleinigkeit. Wir haben uns da schon beraten lassen. Es wird eigentlich nur das Mauerwerk nochmal neu versiegelt, weil das so ein bisschen offen ist. Und dann werden hier auch diese Pressbetonsteine rausgenommen. Dann wird das hier ein bisschen schöner gemacht. Das ist so, das machen wir tatsächlich selbst mit einem Bekannten. Da braucht niemand herkommen. Und dann kann man diese Ecke hier auch ein bisschen aufräumen. Das sieht auch noch nicht so schön aus, aber ich liebe den Rosengarten. Ich habe noch ein Geschenk für Kimberly Clark. Oh, ja. Wir haben nämlich hier einen Eichensetzling. Aha. Und den werde ich die Tage rausnehmen und einpflanzen. Und dann züchten wir für Kimberly Clark ihre eigene Eiche. Und wenn die irgendwann mal endlich groß ist und ausgezogen ist, dann kriegt sie ihre eigene Eiche. Ist das der Plan? Das ist der Plan. Das ist süß.
So, Freunde, das war unsere kleine Gartentour, ein kleines Update für euch. Schaut unbedingt im Plätier Verlag nach der Glückskatze. Noch sind welche da. Ich habe, ich glaube, 30 Stück noch mal zur Vorbestellung freigegeben. Ja, schaut sehr gerne vorbei. Und was machen wir jetzt Schönes? Wir genießen jetzt den Sonntag. Du musst noch ein Video schneiden. Ich auch. Das stimmt. Und dann geht's in den Garten. Oh ja, aber es wird warm heute. Ich weiß gar nicht, ob man so viel Garten genießen kann. Ja. Aber wir freuen uns auf jeden Fall trotzdem jedes Mal. Guck mal, wie im Hintergrund ein Beet blüht. Schön, ne? Ich freue mich auf die erste Zucchini-Ernte. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Wir verabschieden uns jetzt, wünschen euch einen schönen, herrlichen Sonntag und freuen uns, wenn wir uns hier morgen wiedersehen. Macht es gut. Tschüss.